Yeah, ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Heute verzichten wir ausnahmsweise mal auf das Intro, weil dieses Video ist einfach nur ein Reminder, eine Erinnerung für euch, dass das eure letzte Chance ist. Ab dem 29. April werdet ihr 7 Days to Die nicht mehr so günstig in Steam bekommen. Aber in diesem Video verschenke ich einen Code. Einfach wieder random irgendwo ins Video reingehauen, also passt ganz genau auf. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Vielen, vielen, vielen Dank und das Liken nicht vergessen. Ja, Freunde, wir haben alle das Video gesehen. 7 Days to Die wird, ja, 44,99 Dollar kosten. Dollar. Und ja, aber ihr kennt ja auch meinen Partner Instant Gaming. Da gibt es das Ganze noch sehr, sehr viel günstiger als momentan auf Steam. Und ihr könnt auch einfach mal auf den Link oben klicken. Dann könnt ihr das für, ja, nicht mal 5 Euro kaufen. Gut, wir werden sehen, wie lange der Bruder von Instant Gaming immer noch Codes hat. Ich selber habe auf jeden Fall einige für euch geholt. Und die werden immer mal wieder in den Videos auftauchen. Oder eventuell auch mal im Community-Tab. Oder auf Discord, wir werden es sehen. Vielleicht auch mal einfach random einen auf Twitter posten. Naja, dieses Video ist wie gesagt nur eine Erinnerung. Denkt daran, 29. April, ab dann ist es vorbei mit den Rabatten für 7 Days to Die. Das hat sich sogar gereimt. Ultra stark. Gut, Freunde, wie gesagt, holt es euch jetzt, sonst bereut ihr das, weil es wird teuer. Es wird auf jeden Fall teuer, so ist es. Naja, aber sie haben es verdient, sind wir ehrlich. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.